Kennen Sie jemanden, der sich nie von einem schweren Verlust im Leben erholt hat? Oder von einem traumatischen Erlebnis? Und in Ihrem täglichen Leben haben Sie manchmal Selbstzweifel, negative Gedanken, unvernünftige Ängste, Verstimmungen oder irrationales Verhalten. Die schmerzhaften Erfahrungen unserer Vergangenheit haben eindeutig eine Wirkung auf unser gegenwärtiges Verhalten. Aber in welchem Maß und warum? Was bringt den Verstand dazu, vom rationalen Denken und Verhalten abzuweichen? Davon handelt Dianetik. In jedem Augenblick Ihres Lebens zeichnet Ihr Verstand alles auf, was Ihnen geschieht. Jeden Anblick, jedes Geräusch, jeden Geschmack, Geruch, Schmerz, Emotion, Tastempfindung, alles. Diese Aufzeichnungen bilden, was wir als Zeitspur bezeichnen, eine fortlaufende Aufzeichnung aller Erlebnisse, die Sie während Ihres Daseins angesammelt haben. Ihr Verstand benutzt diese Information, um Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen, die mit Ihrem Überleben zu tun haben. Je besser seine Entscheidungen, desto besser überleben Sie. Der größte Teil dieser Daten ist im analytischen Verstand gespeichert, dem Teil des Verstandes, der denkt, sich erinnert und berechnet. Aber einige Erlebnisse werden nicht in analytischen Gedächtnisbanken aufgezeichnet. Eine Entdeckung der Dianetik ist, dass alle schmerzhaften Erlebnisse in einem bisher unbekannten Teil des Verstands, reaktiver Verstand genannt, gespeichert sind. Er wirft diese in ihre Richtung im irrationalen Versuch, sie dazu zu bringen, dass sie das gleiche schmerzhafte Ding sich nicht nochmals zustoßen lassen. Hier ist ein einfaches und gewöhnliches Beispiel. An einem bestimmten Zeitpunkt ist es Ihnen wahrscheinlich übel geworden, als Sie etwas Verdorbenes aßen. Später im Leben, wenn Sie dieses bestimmte Nahrungsmittel wiedersehen oder riechen oder auch nur daran denken, beginnen Sie sich übel zu fühlen. Sie wissen, dass logischerweise der bloße Anblick oder Geruch oder Gedanke an ein Nahrungsmittel den Körper nicht physisch krank machen kann, da Sie es nicht tatsächlich wieder gegessen haben. Und trotzdem erfahren Sie die gleiche Übelkeit wie früher. Das ist Ihr reaktiver Verstand, der Sie dazu bringt, die gleichen Wahrnehmungen, die er in diesem früheren Ereignis aufzeichnete, wiederzuerleben. Aus einem unbeholfenen Versuch heraus, Sie vor einer, wie er glaubt, gefährlichen Situation zu beschützen. Er reagiert einzig und allein auf einer Reizreaktionsbasis und unterhalb Ihres Bewusstseins. Die schmerzhaften, in Ihrem reaktiven Verstand versteckten Erlebnisse sind die Ursache für Ihre Ängste, Unsicherheiten, negativen Gedanken, unerwünschte Emotionen und irrationales Verhalten. Sie haben Ihr ganzes Leben lang diese tief vergrabenen Erlebnisse angesammelt. Tatsächlich haben sich die schädlichsten unter Ihnen zugetragen, bevor Sie geboren wurden. Die Dianetik erklärt, wie diese negativen Erlebnisse aufgespeichert sind. Und sie enthält eine Technologie, mit deren Hilfe Sie sich von ihnen befreien können. Wie wäre das Leben, wenn all der Schmerz, den Sie erlitten, Ihre Fähigkeiten, Emotionen und Ihr Verhalten nicht mehr negativ beeinflussen würde? Sie würden rational denken und sich rational verhalten. Sie würden die bestmöglichen Entscheidungen in Bezug auf Ihr Überleben treffen. Sie könnten Ihre Vorstellungskraft und Kreativität bis zum Äußersten nutzen. Sie wären selbstsicher, intelligenter und produktiver und glücklicher. Sie wären Sie selbst, frei das Leben zu genießen und Ihr volles Potenzial zu erreichen. Kurz gesagt, Ihr Verstand wäre clear. Das ist das Ziel der Dianetik. Tagtäglich erreichen Leute diesen Zustand. Und Sie können das auch.